Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und spiele euch zu einer weiteren Runde bei Metro Last Light Redux. Hier in der letzten Folge sind wir mit dem kleinen Schwarzen auf der Oberfläche herumgewandert, über eine Brücke und an vielen Gefahren vorbei. Also wir mussten uns ein paar Mutanten vom Hals halten und der hat uns auch dabei geholfen. Jetzt sind wir kurz vor der Polis, so wie es scheint, und haben jetzt so einen kleinen Außenposten hier vorfinden können. Die haben unsere Marke gesehen und da war direkt alles tutti wieder. Ja. Aber ich ziehe etwas gegen den Tod durch Erfrieren vor. Na, wenn du das sagst, Junge. Man hört es auch draußen, das ist ordentlich am Pissen. Wir haben ein neues Scharfschützengewehr, also scheint wohl laut Beschreibung die stärkste Waffe in der Metro zu sein. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das Ding hält, was es verspricht. Ansonsten sind wir ja nach wie vor recht gut ausgerüstet. Ich gucke mal. Dass wir. Na los, kauf was, beste Ware. Na komm, die Dinger können wir auch verkaufen, ne? Sage ich dir als Freund, davon solltest du was kaufen. So, genau. Dann. Die findest du nur hier. Das ist die Gelegenheit. Also das sage ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. So, ich glaube, wir kaufen einfach mal. Ja, komm. Du nimmst zu viel, ehrlich. Wir packen mal die Taschen voll, ne? Hör zu, solange wir noch hier sind, kannst du jederzeit herkommen. So, ich glaube, hier haben wir sonst alles gepimpt, ne? Ich guck mal ganz kurz so rein. Die gibt es nirgends. Anpassen, eintauschen. Ne, also, da so eine spezielle Pistole, diese aber die will auch keiner haben, ne? Keine Enttäuschung. Gut, ich würde sagen, wir haben alles, ne, was wir brauchen. Nicht so schüchtern. Ich frage, wo der kleine Schwarz abgeblieben ist. Ich meine, der muss ja auch irgendwo sein, ne? Ah. Da bin ich ja mal gespannt. So. So, dann verlieren wir auch gar keine Zeit und. Ach, da ist er doch. Weil die wollen auch aufbrechen. Alles klar. Ja gut, dann geht's mal weiter. Ne? Erwarten uns. Wollen uns töten. Wissen noch nicht, dass wir hier sind. Alles klar. Also. Hier war auch nichts. Haben wir so ein Einsatzkommando hier gegen uns, mit dem wir uns. Keiner hier! Ja. Ihr wisst, dass ich da bin, aber nicht wo. So, wir machen jetzt auch gar keine krasse Stealth-Action raus. Weißt du was, wir benutzen direkt mal hier unser Scharfschützengewehr. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die Position ist auch nicht schlecht, die wir hier haben, ne? Solange die ihre Gesichter zeigen. Das ist doch alles wunderbar. So. Das ist eigentlich nur eine Frage, wie viele hier am Start sind. Ah, guck mal. Wir haben auch einen Scharfschützen, oder? Das sah auf jeden Fall so gerade so aus. Ja, Tatsache. So, noch jemand am Start. Da hinten. Oh, den habe ich schon eben gesammelt. Und ich glaube, die Party ist auch schon vorbei, ne? Ja, geil.
Ja, was soll ich sagen? Fazit, der Kauf hat sich gelohnt. Sehr gutes, sehr feines Gewehr. Ja, wunderbar. So, wir looten noch ein bisschen. Nehmen einfach mal alles mit, vor allem die Filter möchte ich haben. So. Ja, sollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Ich weiß nicht. Ja, können wir eigentlich direkt hier auf die Brandgranaten wechseln. Also wir gucken so ein bisschen hier um. Na genau. Hier gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere aufzusammeln. Ja gut, kann ja sein, dass natürlich noch so ein zweiter Einsatztrupp hier auf uns wartet. Gut, aber wir werden es sehen. So. Genau, gib mir einfach alles her. Das hätten wir jetzt ja auch diesen Generator ausmachen können und so was, ne? Ja. Na. Dann ist es ein bisschen dunkler hier. Alles klar. Was ist mit dem hier? Okay, das sieht auch nicht mal so fresh aus. Alles klärchen. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir können einfach weitergehen. Sind ja alle tot. Hier ist nix. Opa da. Na, ich guck, lass mal besser mal an. Gut, also es geht. Ich hab gesehen, du hast die. Gut. Jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Das ist ja echt praktisch, ja. Ich hier. Ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Okay, also den Weg freigeräumt, ja, Mensch. Kulagin, nehmen Sie Minkin und folgen Sie dem Weg. Wir holen vielleicht noch die Karawane ein. Klewitzki. Sie bleiben hier. Ja, Genosse Leutnant. Jawohl. Alles klar. Ich fand es natürlich sehr praktisch, wenn er uns zeigt, wo die Gegner auf uns lauern. Ich glaube, wir sollten uns auch hier wegbewegen. Stealth Action hier vorbei, ne? Ja, wunderbar, so schnell geht's. Da soll mir auch recht sein. Und ihr wisst nicht, wo wir sind. Ist auch nicht schlecht. Ja, genau, sucht mich. Oh. Nach uns wirft. Oh. Dafür bezahlst du, du Schwein. Ist das so? Oh mein Gott. Ja, lustig. Ja, soll ich sagen, auch wieder ein schwacher Auftritt von den Gegnern. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, ne? Wenn ich die ganze Zeit hier sterben würde, wäre es natürlich ziemlich abgefuckt, aber naja. Ich glaube, von denen haben wir nicht so viel zu befürchten. Jo, gucken wir uns mal ein bisschen umschauen hier, ne? Machen wir die Funzel an. Ja, wie so eine Fritteuse hier, ne? Oder?
Ja. So, was ist mit dem hier los? Ja gut, ich glaube, hier haben wir auch echt alles abgrasen können. Was mit dem? Ja. Gut, dann geht's doch direkt mal weiter. Was zum Teufel machen Sie da draußen im Freien? Schaffen Sie sofort Ihren Arsch da weg. Jawohl! Muss ich die Damen an die Hand nehmen, verdammt nochmal! Nennen Sie mir Ihre Befehle. Wir sollen das Lager infiltrieren und auf einen Ranger mit einem Tier warten. Dann töten wir den Ranger und fangen das Tier. Sie wissen es also noch. Aber wo ist Ihre Tarnung? Glauben Sie, dass dieser Ranger Sie umarmt, wenn er Sie sieht? Dass das Tier sich auf den Rücken legt, damit Sie ihm den Bauch kraut? Tja, wer weiß das schon so genau? Nochmal verwarten. Dann putzen Sie meine Stiefel genauso, wie Sie Ihre Mutter küssen. Mit Ihrer verdammten Zunge. Oh mein Gott, ey. So, ich geh einfach mal hier lang. Einfach, weil es diesen alternativen Weg gibt. Noch mehr Leute wissen von uns. Sehr rot, sehr begierig zu töten. Ist das so? Sehr begierig zu töten? Ja. Oh, ja? Ja, okay. Das sind nicht einige. So, genau, ein Messer haben wir ausgewählt. Wunderbar. Die Frage, wo wir hier lang wandern, ne? Ist das der richtige Weg, den ich hier gehe? Ja, wer weiß das schon. Oh, guck mal. Was? Oh Gott. Alles klar. Gut, bedeutet, die haben uns gesehen. Einen haben wir erwischen können. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier runterkommen. So, können wir hier hoch? Nein, ne? Na, so eine Scheiße. Kommen wir hier wieder hoch? Na, immerhin. So. Dann gehen wir mal diese Route. Ah ja, alles klar. Oh Mann. Gute Idee, beste Idee. Oh Scheiße. Alles klar. Schreibt euch alle was an. Na gut, ich muss mal gucken, wie wir uns hier am besten aus dieser Lage befreien, aber das wird schon irgendwie. Na, du kannst auch noch ein bisschen was brennen. Wird alle brennen. Da ist noch einer, ne? Na, ich wusste es doch. Du kriegst so ein Teil. So, komm, gehen wir mal richtig offensiv an die Sache ran. So, haben wir einen erwischt. Du bist der zweite Kollege. Ah, das ist nicht der dritte. So, ach guck mal. Das war der Scharfschütze. Der kleine Drecksack. Der fällt gar nichts. So, noch einer am Leben. Na, scheint so, ne? Na komm. Machen wir ein bisschen Action. Na, wo bist du denn? So, wunderbar. Ein Glück, dass die alle nichts peilen. So. Neue Maske drauf. Plündern wir die noch ein bisschen hier, ne? Ich
Eigentlich sind wir ja gut ausgerüstet. Was alles angeht hier, ne? So, aber ich bleib dabei. Munition kann man nie genug haben. So, hier war noch was, ne? Ja, zack, zack. Okay, was ist das denn? Oh, interessant. Ist hier ein Geheimgang wieder entdeckt? Scheint so. Ja, ich weiß, eigentlich ist es komplett unnötig, jetzt noch hier lang zu wandern, aber ja. Ich jetzt ja aus Versehen hier runtergeplumpst bin, ne? Da machst du wohl nichts. So. Alles klar. So, also man hätte die wirklich auch alle wieder schön umgehen können. Ich habe da jetzt auch so eine Trophäe für, ne, wenn man irgendwie unentdeckt durch das ganze Spiel wandert. Na, ich meine, finde ich eigentlich auch ziemlich cool, wenn man sowas macht. Ich mag solche Herausforderungen, aber ich glaube, für so ein Let's Play müsste ich viel zu viel schneiden und das wäre so Trial and Error und naja, viel zu stressig. Und das muss ja nicht sein, ne? Na, außerdem werden die ganzen Folgen viel zu lang gezogen. So. Ja, dann wäre ich gut aufgeräumt. Mensch. So, wunderbar, geht's direkt weiter. Ja, wir sind auf jeden Fall echt der übelste Rambo, ne? Wir mähen hier die ganzen Einheiten einfach so nieder. Was waren das hier? 20 Leute oder was? Ja, und geht's hier weiter? Man weiß es nicht. Auf so engen Raum nehme ich lieber dann die Schrotflinte. Sie schon wieder. Schwarz und rot. Sie haben Angst und wollen dich immer noch töten. Ah, sie haben Angst. Das ist auch gut so. So, gucken wir mal. Da ist doch einer, oder? Ah. Mal sehen, ob wir es schaffen, es nicht direkt in den ersten zwei Sekunden aufzufallen. Nein, schaffen wir nicht. Ah, Mann, ich hab doch den Kopf erwischt, oder? Na genau, die wissen nicht, wo wir sind. Ja, ich mag das Scharfschützengewehr. Die machen sich hier alle in die Hose. Frage ist, wo gehen wir am besten lang? Oh. Na, gut, dann machen wir es folgendermaßen. Wenn ihr doch hier wartet, ne? Ja. Nummer 1, B am Schießstand hier. Okay, jetzt haben sie uns gesehen. Kommen alle hier hin. Ich glaube, hier können wir auch ein bisschen was sehen, ne? Ob die hier lang gehen oder nicht. Ja, gut, kommen wir alle zu mir.
Von wo schießt der? Ah, da. So. Da waren noch nicht alle. So. Mal gucken wir doch mal. Genau, hier haben wir doch noch einen. Nein, der war daneben. Ach. War ich zu ungeduldig. Na gut. Da wissen wir auf jeden Fall, wo der ist. Ne? Na, komm, machen wir es immer ganz einfach. Genau, unsere Schrotflinte. Hallo. So, und ich glaube, die Party ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, scheint echt so. Ja, also ich muss echt sagen, dass Scharfschützengewehr gefällt mir richtig, richtig gut. Ist mir eigentlich auch in solchen Ballerspielen immer am liebsten schöne Schrotflinte für den Nahkampf und Scharfschützengewehr. Um die ganzen Leute auf Distanz platt machen zu können. So, sammeln wir noch ein bisschen was ein. Ne? Hier oben war auch noch einer, genau. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg, ne? Ich werde jetzt auch mal nicht alle looten. Also wenn wir hier auf dem richtigen Weg sind, dann bleibe ich dabei, aber ich glaube, da vorne geht es noch weiter. Also hier geht es auf jeden Fall nach oben. Was ist das? Da hätten wir wahrscheinlich auch alle umgehen können, ne? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so eine Trophäe gibt, dass man hier keinen töten darf im ganzen Spiel. Ja, wäre auch interessant. Du kennst ihn und er kennt dich. Oh, wie was? Du kennst ihn, er kennt dich. Ist dieser Pavel hier etwa am Start oder was? Na dann. Der Lesnitzki war das doch, oder? Hey, Lesnitzki, alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Perfekt, Lesnitzki. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitzki? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Fangen Sie an! Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel.
Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant, aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Ja. Töten oder ausschalten? Ja, er war sehr böse. Gefährlich. Ich beginne zu verstehen, warum ihr tötet. Ja. Der war wirklich sehr böse, ja. Und so sehr interessant. Also, die können. Alles klar. Also die Schwarzen können so im Gedächtnis rumforschen und die Erinnerung praktisch abrufen. Sehr interessant. Ich meine, ich hätte ihn auch leben lassen können, aber nein. Heute nicht. Heute nicht, Kollege. So. Na, dann geht's auch direkt mal weiter, würde ich sagen. Ist da unten oder was? Ich glaube ja, ne? Ah, und schon wieder sind wir draußen unterwegs. Schauen wir nochmal kurz hier nach. Da gibt es da bestimmt was. Ah, was ist das denn? Ein sehr interessantes Buch. Was Sie hier nicht so alles lesen. Fragen und jetzt? Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Ja, der gute Artyom hat ja echt einiges vorgenommen. Wird auf jeden Fall nicht so leicht, alle Fraktionen zu überzeugen. Ja, und da hat schon recht, ne? Der Krieg hat schon längst angefangen. Ne? Während die politischen Köpfe noch rumquatschen sind, läuft im Hintergrund schon alles ab. Ne? Schatten hier. Viele. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Schatten. Den brauchst du. Wen brauche ich? Ich höre was. Ich bleibe in der Nähe. Ah, alles klar. Also Schatten sind wahrscheinlich diese Geister, die wir immer sehen. Ja. Ja, ein bisschen die Häuserblocks erkunden, das ist ja interessant. Ja. Ja, das machen wir auch direkt mal. Machen wir die Funzel an. Hier habe ich gerade eine Falle gesehen. Werden wir mal entschärfen. Wir haben unseren ersten Ranger Außenposten eingerichtet. Und wir erkunden noch die Stadt um uns herum. Im Norden ist ein Vorratslager. Eines großen Horns. Alles andere scheint normal. Nur überall die toten und stillen Häuser. Heute haben wir in der Ferne ein Geräusch gehört. Wie ein Brüllen oder ein Krachen. Die Stille ist fort. Meine Ohren klingen noch. Aber ich fürchte, der Tod ist noch immer nah.
Ja, scheint eine geile Erfahrung gewesen zu sein hier im Außenposten. Alles klar. Also man hört auch im Hintergrund immer diese Geräusche, als wäre hier noch jemand am Start. Also, ja, scheint echt so zu sein, als wären hier ein paar Geister unterwegs. Und wir sind mittendrin. Man hört auch dieses... Da hört man einen Schlüssel im Hintergrund, ja, krass. Ja, die Geräusche sprechen für sich. So, und weil wir ja so ein gemütliches Fleckchen auch gerade gefunden haben, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle hier einen kleinen Cut. Nächsten Folge werden wir ein bisschen hier die Gegend erkunden und mal gucken, was wir so alles finden. Nicht, dass wir durch diese Geister hier verrecken werden oder so. Also ich hoffe mal nicht. Wir werden es sehen. Also das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und ciao.